Hallo und herzlich willkommen, werte Wrestling-Fanatiker, hier zu Raw in der Woche 15, quasi eine kleine Jubiläumswoche. Wir schauen gleich mal, was für Matches uns der Computer dieses Mal ausgespuckt hat. Wir haben ein Triple Threat Match, Jeff Hardy, Christian und Xavier Woods. Das ist schön, das interessiert uns noch nicht mehr, weil Zocki Jeff Hardy ja verkauft hat. Und siehe da, Hardy gewinnt. Zocki, Pech gehabt. So. Dann haben wir ein Triple Threat Match, AJ Lee und die Bella Twins und AJ Lee besiegt die Bella Zwillinge. Interessant. Wir haben R-Truth gegen Curtis Axel, das ist auch sehr schön und interessiert in diesem Fall auch nicht. Dann haben wir Chris Jericho gegen The Miz. Wir haben ja die Fehde Chris Jericho gegen Roman Reigns und eigentlich auch Sheamus, der sich ja seinen Kampf ins Triple Threat Match gesichert hat. Jetzt muss Chris Jericho gegen The Miz ran und ich sag's mal so, wenn The Miz heute gewinnt, dann wird das wohl ein Fatal 4-Way. Aber Chris Jericho hält seine Chancen zumindest auf ein Drittel, den Titel zu verteidigen. Und dann haben wir noch die Rivalitätsmatches Randy Orton gegen Brock Lesnar in einem Extreme Rules Match. Und wir haben Ryback gegen Triple H in einem 1 gegen 1, nachdem ja letzte Woche ein zugegebenermaßen sehr langes Tag Team Match stattgefunden hat, in dem die DX siegreich ihre Rückkehr gefeiert hat gegen die Tag Team Champions Ryback. Gibt es jetzt ein 1 gegen 1 Aufeinandertreffen, aber wir fangen an mit Randy Orton gegen Brock Lesnar. Ich weiß, ich habe ursprünglich mal in den Kommentaren erwähnt, dass Randy Orton für diese Woche gesperrt ist, aber dann hat mir das Computerchen, also dann hat mir die KI, hat mir da dieses Match ausgespuckt und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich lasse einfach drin, wir schauen jetzt einfach mal, wie er sich schlägt. Ich glaube nämlich durch all seine coolen Aussagen hindurch, dass Maxis Fassade schon langsam aber sicher bröckelt, der hat meiner Meinung nach richtig geschwitzt, als er sich das Match gegen William Regal angeschaut hat. Aber wir werden sehen, was heute dabei rauskommt, wenn Randy Orton gegen Brock Lesnar mal wieder 1 gegen 1 ran muss. Und ich hoffe für den Lesnar, dass er mich jetzt nicht enttäuscht. Ich sag's mal so, ich bin hier Chef und ich kann den Lesnar auch stanzen. Also Humi, red mit deinem Burschen. Wenn der mich jetzt enttäuscht, dann werden wir zweimal ein Vier-Augen-Gespräch miteinander führen. Und wir sehen Randy Orton im Ring, erwartet, dass Brock Lesnar hier kommt. Und Lesnar sichert sich hier einen Vorteil. Und genau so will ich das sehen. Genau so und nicht anders. So, los geht's. Lesnar, mach dein Ding und wird sofort gekontert. Es war so klar, es hätte so schön sein können und Lesnar verkackt mal wieder. Typisch Brock Lesnar, den ich ja eigentlich auch überhaupt nicht ausstehen kann, den Typen. Weil Randy Orton ist ja eigentlich einer meiner absoluten Lieblingswrestler. Von dem her tut es mir immer ein bisschen in der Seele weh, dass gerade Maxi mit ihm so erfolgreich ist. Aber noch hat er keinen Titel und das werde ich auch zu verhindern wissen, dass er den kriegt. Wir werden ja sehen beim SummerSlam das 3 gegen 3 Elimination Tag Match werden wir haben, wo Maxi zwei Leute gesammelt hat, ich mir ein Team von drei Leuten zusammengestellt habe und wenn Maxi dieses Match verliert, dann bekommt Randy Orton ganz sicher keine Titelchance. Wenn Maxi das gewinnt, dann gehört ihm eine Titelchance beim nächsten Mal. Schöner Low Blow von Brock Lesnar. Ja, darf er ja. Ist ja so, darf er in dieser Art von Match, darf er das. Schöner Konter von Lesnar, der jetzt wieder von Orton ein Whipping kassiert in die Ecke. Lesnar liegt wieder. Aber es ist okay, selbst wenn Lesnar dieses Match hier verliert, mal abgesehen davon, dass ich mit dem Humi ein 4-Augen-Gespräch haben werde, aber wenn Lesnar hier verliert und Orton dafür ordentlich kassiert, dann bin ich schon zufrieden, weil alles, was Randy Orton schwächt vor dem Pay-Per-View, ist mir nur recht, muss ich ehrlich sagen. Wieder ein Low Blow. Sehr schön. Orton hat sowieso schon Kinder, der braucht eh keine mehr. Das Problem, was ich nur habe, ist, Lesnar ist definitiv nicht in Topform. Man sieht, Lesnar ist einfach viel zu langsam. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Dafür scheint er technisch ein bisschen trainiert zu haben. Mehr Konter sind da von Brock, als wir das von ihm gewohnt sind.
Lesnar, was kommt jetzt? Oha, ist es denn wirklich schon soweit? Zack, der F5. Naja, Lesnar ins Cover gegen Orton. Eins, zwei und wow, zwei und fünf Achtel. Fünf Achtel, das waren schon fast sieben Achtel. So, jetzt Lesnar auf der Suche nach einer Waffe, aber Randy Orton steht da schon daneben und verhindert das Ganze. Jetzt der Back Suplex von Randy Orton. Und Lesnar liegt außerhalb des Rings. Die beiden dürfen ja tun und lassen, was sie wollen. Ist ja ein Extreme Rules Match. Aber das war schon mal kein schlechter Anfang von Brock Lesnar, dass er da Orton mal mit einem F5 ein bisschen überzeugend auf die Matte knallt. Orton in allerletzter Sekunde noch irgendwie ausgekickt. Wieder ein Back Suplex von Randy Orton. Und offensichtlich hat der jetzt die Nase voll. Randy Orton steht in der Ecke und wartet, bis Lesnar sich erhebt. Da ist der Puntkick. Und Lesnar liegt. Randy Orton ins Cover. 1, 2 und 3. Naja, gerade nochmal gut gegangen, Mr. Orton. Der F5 hat gesessen. Lesnar hat mich enttäuscht. Und ich werde jetzt den Herrn Humi mal zu einem Vier-Augen-Gespräch bitten. Es kann ja wohl nicht sein, dass sein Beast, wie er ihn selber ja gerne nennt, der Überwrestler, wenn es nach ihm geht, da schon wieder gegen Orton abbeißt und Orton sich weiterhin größter Popularität und größten Marktwertes erfreut. Ah, wenn es not ist, dann werden wir Orton einfach in einen Marathon von Matches stecken. Die soll er von mir aus alle gewinnen und im Endeffekt ist er dann verletzt und fertig. Oder ich schreibe ihn einfach aus dem Programm. Kann ich ja machen. So. Zack, nächstes Match. Randy Orton gewinnt. Herzlichen, ja, was auch immer. Herzlichen, ja, leck mich, Maxi. So, weiter geht's. Das Main Event of the Evening. Wir haben ein 1 gegen 1 Aufeinandertreffen von Ryback und Triple H. The Big Dog. Ryback hat ja jetzt, wenn man jetzt mal kurz einen Schwenker in die Nachrichtenwelt macht, also in die Nachrichtenwelt, in die wirkliche WWE macht, hat ja Ryback jetzt am Sonntag bei Elimination Chamber, hat er ja den Intercontinental-Titel gewonnen in der Elimination Chamber selbst. Eigentlich gar kein so schlechtes Match, war jetzt aber halt auch nicht die Oberspannung. Dafür hat Kevin Owens Cena platt gemacht und das war richtig geil. Nicht, dass ich jetzt mich da als Cena-Hater hinstellen will, aber es war schon richtig geil zu sehen, dass es endlich soweit ist, dass bei der WWE die Leute geschnallt haben, dass Cena die ganze Zeit nur overzusetzen und ihn die ganze Zeit zu füttern mit irgendwelchen Leuten niemandem wirklich gut tut. So, jetzt Ryback, die bessere Ausgangsposition, hat hier die Hand hinten und Triple H das Reversal. Ist halt doch schon eine Weile im Spiel, der gute Tripsi. Schnappt sich hier Ryback. Zum Back Suplex. Jetzt zieht er sich hier in die Mitte. Und da ist das eingesprungene Knie. Und man sieht am Moveset, dass Randy Orton doch 90% von seinen Sachen hat er doch von Triple H gelernt. Oh, oh! Schöner Slam da von Ryback. Dreht da von einer Schulter auf die andere. Konter von Triple H. Also für die Leute, die Elimination Chamber oder ich glaube No Escape heißt es in Deutschland, bin mir da nicht ganz sicher warum. Wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ich weiß, das WWE Network gibt es ja bei uns so nicht, aber ohne jetzt großartig irgendjemanden auf fiese kleine Ideen zu bringen, es gibt ja genug Möglichkeiten, sich das anzuschauen. Das Internet ist groß und weit. War auf jeden Fall... Ist es auf jeden Fall wert, gesehen zu werden. Überhaupt das Owens gegen Cena Match und das Main Event natürlich mit Dean Ambrose gegen Seth Rollins war absolut genial. Während wir hier zusehen, wie der Champion Triple H weiter und weiter auf Ryback einhämmert, der jetzt aber kontert, der Whipping in die Ecke. Ryback schnappt sich Triple H, Hand drüber und auch der kann sowas. Ja. Ein ganz ausgeglichenes Match, möchte man meinen. Auch wenn Ryback jetzt im Moment das Momentum auf seiner Seite hat. Zieht sich Triple H auf, der noch benommen. Jetzt in die Ecke. Ryback hebt ihn auf zum Followaway Slam.
Man hört es, glaube ich, auch. Meine Stimme wird wieder besser. Ich glaube, die Haupt-Super-Zerstörungsallergie-Zeit war dann letzte Woche. Momentan geht es wieder ganz gut. Triple H jetzt hinter Ryback hier am Aufstehen, indem er ihm einfach mal einen nusst. Direkt auf die Glatze. Die ja auch Triple H hat. Also diese Kurzhaarfrisur. Das hat lange gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Triple H war für mich immer einer, der mit langen Haaren im Ring agiert hat. Aber die Frisur, das war... Puh. Und da ist der Spinebuster vom King of Kings, Triple H. Cover 1, 2, nein, gerade mal ein 2-Count und auch der nicht ganz. So, und da ist jetzt wieder der Counter von Ryback. Und wenn uns das eines gelernt hat, ich sag mal, ich glaube, wenn ich jetzt zurückgehe und mir die letzten 14 Wochen anschaue, ich glaube, 80% von den Leuten, die das erste Cover angebracht haben im Match, haben das Match nicht gewonnen. Ich bräuchte mal jemanden, der nochmal alle durchgeht und mir bestätigt, ob das stimmt oder nicht. Ich werde es wahrscheinlich nicht machen, weil dazu fehlt mir einfach die Zeit. So, jetzt aber auf die Knie von Ryback. Ryback steht auf und ist definitiv angepisst. Und das Knie von Triple H hilft da, glaube ich, nicht sonderbar viel. Wobei, es tut sicher ordentlich weh. Jetzt wartet Triple H hier, dass Ryback sich erhebt. Will hier den Pedigree zeigen. Arm-Arm-Lock und der trifft da sogar. Jetzt rollt er hier weg von den Seilen. Weise Entscheidung. Cover 1, 2 und 3. Dominanter Sieg vom World Heavyweight Champion. Was anderes hätten wir uns heute auch nicht erwartet. Cyrus, dein Junge, hat abgeliefert. Gut gemacht. Triple H besiegt hier Ryback 1 gegen 1. Und ich bin mir sicher, wir werden nächstes Mal werden wir irgendwie Shawn Michaels in Singles Competition sehen. Denn so sind nun mal die Fäden vom Spiel aufgebaut. Und ja, werte Freunde, wirklich wahr, das war's schon wieder. Wir haben, glaube ich, hier mit einer der kürzesten Raw-Folgen, die es jemals gegeben hat. Wir haben gerade mal, ja, ich will jetzt gar nicht großartig schätzen, ich glaube so 10, 11 Minuten. Viel mehr werden wir noch nicht haben. Und das war's auch schon wieder. Ja. Also wie gesagt, zum Abschluss noch nicht vergessen, ein Däumchen freut mich. Liken, sharen, kommentieren, ihr kennt eh den Drill. Und was war noch? Ja, richtig, wegen dem Titel brauche ich immer noch eure Stimmen, welcher Titel zum dritten Roster eingeführt werden soll. Im Moment liegt vorne der Hardcore-Titel. Aber wenn ihr was anderes wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich freue mich übrigens zurück willkommen zu heißen, unseren Öhrchen, der sich wieder in den Kommentaren gemeldet hat. Somit natürlich scheiße für Hawkman, der sich da gefreut hat, dass da irgendwie Cesaro und Edge wieder frei werden. Aber die bleiben jetzt natürlich beim Öhrchen. Die Regeln sind unumstößlich. Freunde, wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch noch was. Peace und Freundschaft. Euer Iggy. Pfiat euch.